Hasloch 1918, im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs. Marie ist 18 und erlebt ihre erste Liebe mit dem jungen Piloten Josef. Heimlich wirft er über dem Dorf einen Brief für sie ab. Auftakt für eine Fernsehproduktion des SWR, in dem der Pfälzer Autor Utz Kastenholz die Kriegserlebnisse seiner Großmutter Marie Vollweiler nacherzählt, dargestellt von ihrer eigenen Urenkelin Annika Weißbrot aus Hasloch. Zum Verwechseln ähnlich. Ein Erbstück brachte Utz Kastenholz auf die Idee zu dem Film. Ich habe mich immer als Jugendlicher gewundert, was das ist, was dieser komische Rahmen ist. Es hieß nur immer, dieser Mensch da sei der Kellermann, das hat mir aber nichts gesagt. Und mittlerweile weiß ich, dass dieser Rahmen die Spitze eines Propellers ist. Und der Mann da drin war ihr Verlobter. Eine Dose mit alten Briefen, geschrieben in Sütterlin. Sie lassen Maries Gedanken und Sorgen wieder aufleben. Bist du immer noch nicht geflogen? Sei nur nicht so verrückt auf das Fliegen. Aber wir können nichts ändern und müssen uns mit dem Schrecklichen abfinden. Wenn nur du wieder zurückkommst. Mein Schicksal wäre erreicht, wenn es anders kommen würde. Also ich finde es irgendwie sehr spannend und auch traurig, das alles wieder zu erleben, so, weil ich kannte sie ja eigentlich nicht. Und dadurch erlebe ich halt das alles nochmal so. Dadurch lerne ich sie eigentlich so kennen. Maries Verlobter Josef wird von Annikas echtem Freund gespielt, dem 16-jährigen Philipp Herrmann. Dreh am Originalschauplatz, dem ältesten Haus von Hasloch. In der Laube treffen sich die beiden im Film ein letztes Mal. Das macht nachdenklich. Ja, es wäre schrecklich, weil von einem auf den anderen Tag sieht man sich dann nicht mehr. Man hat nur noch Briefkontakt. Und ja, also ist unvorstellbar eigentlich. Der Flugplatz in Lachen-Speyerdorf, Originalstandort von Josefs Fliegerschule im Ersten Weltkrieg. Schon die Ausbildung der jungen Piloten fordert damals viele Opfer. Sieh, Josef, sei doch nur vernünftig. Ich will dir keine Vorschriften machen, aber ich könnte es nicht ertragen, wenn etwas vorkäme. Also, lieber Josef, überlege dies. Aber ich möchte dich zu nichts verleiten. Du musst am besten wissen, was für dich gut ist. Diesen Brief erhält Josef noch, doch er will das Fliegen nicht aufgeben. Ich glaube, damals für die war es natürlich wie so eine Heldengeschichte eigentlich alles. Es war eigentlich ja nur das pure Heldentum, die Flieger. Und trotzdem, ich könnte mir das nicht vorstellen, wirklich. Und so nimmt die Geschichte von Marie und Josef ein tragisches Ende. Meine Großmutter hat den Josef nie vergessen. Der Josef war immer präsent. Der hing im Bild in ihrem Schlafzimmer und das Medaillon hat sie auch sehr viele Jahre getragen. Die hat ihren Flieger nie vergessen und er blieb halt ewig jung. Eine Familiengeschichte im Film. Ein Schicksal, das uns die Zeit des Ersten Weltkriegs näher bringt.